Danke! Herzlich willkommen zu den Wohnzimmergeschichten hier im SommerSalon. Das erste Mal in diesem Jahr. Schön, dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen, auch bei diesem sehr grausamen und einfachen Wetter da draußen. Wenigstens ist es wieder wärmer. Und hier drin ist es vor allem schön warm. So warm, dass man sich schon ausziehen kann. Das finde ich ja immer gut, sonst denken immer alle, ich habe hier Hitzewallung. Stefan, aber du hast ja auch mal ein T-Shirt an. Super. Sommerhose. Ja, naja. Ist das nicht die Sommerhose? Nee. Also wenn man sie so hoch macht, dann ist es die Sommerhose. Ich wollte gerade sagen, eben war die noch oben. Ja, wie schön, dass ihr alle hier seid. Ich sehe ganz viele neue Gesichter. Von daher, glaube ich, ist es immer ganz schön, wenn wir mal kurz sagen, was hier eigentlich los ist, Stefan. Wir machen hier die Wohnzimmergeschichten schon seit 3, 4 Jahren. Ich habe gesagt, jetzt seit knapp 4 Jahren, weil wir immer sagen, wir machen das so seit 3, 3,5 Jahren. Also irgendwann muss es ja auch mal länger werden, ne? Also ich glaube, wir machen das jetzt seit 4 Jahren hier. Und was machen wir hier? Eine Live-Talkshow, sagen wir immer. Kann sich keiner was drunter vorstellen. Das heißt, wir reden mit Leuten? Wir reden mit Leuten und wir haben Publikum dabei. Und das Publikum darf natürlich genauso wie wir live Fragen stellen. Ich glaube, wir sind genauso gut organisiert wie wir. Und was für Gäste laden wir mal ein? Verschiedene Menschen. Also Menschen, die auf uns zukommen und sagen hier, hallo, ich mache was Tolles. Können wir nicht mal zu euch kommen oder kann ich nicht mal zu euch kommen und wir reden ein bisschen? Oder wir treffen tatsächlich Leute oder sehen interessante Projekte und sagen, wir machen eine Live-Talkshow auf St. Pauli, hast du nicht Lust, unser Gast zu sein, zu uns zu kommen und mit uns ein bisschen über deine Idee, dein Projekt oder die Sachen zu reden, die dir wichtig sind? Und dann sitzen die Menschen hier vorne. Und da sitzen nämlich auch schon, ich bin auch, da kannst du mal einen Applaus geben, unsere erste, ja, unser erster Gast ist schon hier. Hallo Diana, herzlichen Applaus. Bevor es losgeht, Stefan, brauchst du noch was zu trinken? Also ich habe noch und du hast auch noch, aber damit die Gespräche hier ein bisschen laufen, haben wir immer noch einen Cocktail des Abends. Und das ist heute Cairo Night. Also das ist ein vielversprechender Name für einen vielversprechenden Cocktail. Dankeschön, Johanna. Ich dachte, du möchtest dir mal probieren vielleicht, Diana. Bitte sehr. Du darfst ihn mal probieren und dann gleich ein Urteil abgeben. Ja. Wow, das klingt super. Ich weiß nicht genau, so dieses Cocktail, aber man muss probieren. Das ist ein leckerer Cocktail. Ich kann dir mal kurz sagen, was da drin ist. Ich habe zwar auch einen Flyer auf dem Tisch, aber wenn man die Schrift nicht lesen kann, da ist Wodka drin, da ist Lime Juice drin, da ist Orangensaft drin und Mandelsirup. Habe ich noch was vergessen? Nee, das war's. Und den gibt es heute Abend, den ganzen Abend, für 5 Euro. Yeah, wir machen die Ladies an der Bar für euch ganz lecker, ganz schön. Und Stefan hält noch das Glas hoch, heute mit der ultimativen Sternfrucht. Das ist das Besondere an diesem Getränk. Oder, Stefan? Also ja. Sternfrucht haben wir so selten hier. Ja, die haben ja hier bei Fernsehen hier mal Schatz. Ach so, fürs Fernsehen kaufen wir Sternfrucht. Ja. Großartig. Aber ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen reden, Jana. Du hast nämlich schon ganz zeitig hier angefangen, du hast auch jemanden mitgebracht. Willst du mal kurz sagen, was du gemacht hast? So, heute hieß mein Modell, Zaha. So heute ist quasi eine Demo mit meinem Live-Body-Painting. So momentan bin ich beschäftigt mit meiner Ausstellung, mit meiner ersten, ich komme aus Australien. Und ich habe getroffen meinen Mann Carsten da. Und das war auch mit jetzt in Deutschland. Mit Bodypainting und ja, verschiedenen Sachen. So, ich bin hier für quasi 2 Jahren jetzt. Und mit Bodypainting habe gearbeitet als Graphic Designerin für 10 Jahre in Australien und 6 Jahre als Bodypainter. Und dann jetzt 1 Jahr in Europa. Und ich habe so viele verschiedene Sachen geschafft mit Wettbewerb und dann mit Events. Und jetzt habe ich gedacht, nee, doch, ich möchte vielleicht machen eine Ausstellung hier in Europa, warum nicht mehr. Und ich habe getroffen Tini in Stanchanze. Auf der Straße? Nee, in Coffeeshop. Wir waren zusammen im Coffeeshop. Und da ihr Mann so lange gebraucht hat, seine Unterlagen zu kopieren und ich keine Zeit hatte und so langweilig war, haben wir uns unterhalten. Und so kam es zustande, Stefan. Also Gäste kommen auch immer von überall her, weil du immer überall irgendwelche Leute triffst. Stefan, du triffst auch überall Leute, aber du vergisst dann die Namen oder die Karten oder ähnliches. Das unterscheidet uns. Ja, ich höre dir weiter zu, Diana. Aber es ist ein bisschen lustig, weil ich habe gesehen Tini und dann sie hat vielleicht verschiedene vielleicht Kunstwerk oder etwas
für Ausdrucke. Und ich habe gedacht, oh, vielleicht sie ist eine Graphic Designerin oder ein Künstlerin in Hamburg. So ich habe gedacht, okay, muss ich vielleicht so ähnlich bin ich auch. Und dann, hallo, ich bin Diana, ich bin ein Graphic Designerin slash Bodypainter. Und ich bin slash. Hier. Slash. Ja, Slash. La la la. Und dann, genau, das ist ein Applaus wert, der so viel kann. Und dann sie hat gesagt, oh, ich finde das ganz toll und habe meine Karte da und dann, oh, vielleicht wir können etwas machen. Wir haben eine Talkshow, ne? Und dann gesagt, oh ja. Ja, bitte. Und dann, ich glaube, vielleicht 2 Monate später kommt die Live-Talkshow jetzt für 2016 im Jahr. Und ich glaube, es ist vielleicht so ein Glück, ich habe so viel Glück in Deutschland, ne? Mit meiner Ausstellung, ich habe bekommen so viele Modelle hier jetzt und ich habe eine kleine Freundschaftsgruppe quasi mit meinem Bodypainting in Hamburg. So, ich habe vielleicht 10 oder 20 Modelle, so verschiedene Leute vielleicht mit Modellen aus Tänzerinnen und dann mit Schauspielerinnen und dann zusammen mit normale Menschen kamen ein Tanzen und sie ist ein Lawyer auch. Ja, quasi fast Lawyer in Deutsch, weiß nicht. Anwalt. Anwalt, ja, genau. Ja, Entschuldigung. Aber hier ist quasi ein Live-Demo mit meiner Ausstellung. So, die Ausstellung heißt Heim oder Zuhause, weil ich bin zu Hause jetzt in Deutschland jetzt. Ja, so ich habe drei zu Hause. So, ich war geboren in Hongkong und aufgewachsen in Australien und jetzt ich bin hier in Deutschland. So, 3 Häuser. So, das ist quasi, die Fisch ist quasi gleich. Ich bin die Fisch und ich habe geschwommen in Australien und in Deutschland. Ja. Es ist ein bisschen abstrakt quasi, aber es ist noch Spaß für heute. Es ist quasi ein bisschen Demo und dann, ja, aber vielleicht können wir sagen, mit den Beamer später, genau, das ist besser dann, mit den verschiedenen Sachen, mit Wettbewerb und dann mit Events und dann, ja, das ist besser. Mich würde interessieren, wie bist du zum Bodypainting gekommen? Ja, genau. Ich habe schon gesagt, ne? Ich habe angefangen mit Graphic Designerin und ich habe Costume Designerin gemacht auch und zusammen mit Production Design in Australien. Und später am Wochenende, ich bin ein Künstlerin am Wochenende. Und by chance. Das ist eine By Chance? Ja, das verstehen die Leute. By Chance? Zufälliger Leute. Ja, genau. By Chance, ich habe ein Fotografien gemacht in einem Fotostudio in Australien. Und die Fotografien-Studio war eine besondere Firma mit Bodypainting. Und ich habe gesagt, ich möchte alles besser. Und was lustig ist, ich habe angefangen als ein Modell in dem Fotostudio, als ein Bodypainting-Modell, gleich sah. Ja. Und vielleicht jetzt 2 Jahren. Und dann habe ich Chef gesagt, nee, aber ich möchte wirklich Bodypainting machen, immer aus Modell, in Performance. Ja, und zum Glück, die Chef hat gesagt, ja, du kannst ausprobieren. So, ich habe gearbeitet als Graphic Designer für Firma vielleicht ja, glaub, 3 Jahre. So für verschiedene Sachen, vielleicht mit Expo und Design Show in Australien und dann die Fashion Show. Und dann jetzt ja, in Deutschland. Aber in Deutschland machst du auch verschiedene Dinge. Also du arbeitest nicht nur frei und machst Kunst auf dem Körper, also deine eigene Kunst, sondern du machst auch Aufträge. Ja, ich bin beides. So ich bin ein Illustrator aus und mit normaler Kunst und Freelancer aus Graphic Designerin, aber mit Bodypainting aus. Mache ich Kinderschminken, Baukunst und mit Live-Events, mit Autoshows, mit Motorshows und dann jetzt mit meiner Fine Art Bodypainting Ausstellung. Machst du das auch auf Partys oder Festivals? Ja, genau. Weil ich denke gerade zu uns am Wochenende oder so, da sind hier auch viele immer oberkörperfrei, ja, genau. Nackt und wild. Und das wäre ganz cool, so eine Bodypainting-Station zu haben. Ja, genau. Nur hinkommen und dann eben UV-Licht, das ist ja auch ja. Überall hier im Laden. Auf jeden Fall, in Australien. Ja, genau, in Australien gibt es so viele mehr Partys. So, ich habe gearbeitet. Neon Bodypainting in Australien mit UV-Partys. Ich habe gesagt, hier in Hamburg habe ich gesehen, vielleicht im Oktober. Aber ich habe gearbeitet für eine Neon-Party in den Netherlands für 3 Tage. So zusammen mit Trans-Music, mit DJs.
mit Live Painting. Das ist richtig cool, ne? Und jetzt momentan, ich möchte arbeiten mehr mit Partys, also zusammen mit Tanzen, weil ich bin ein Tanzen auch mit Salsa und Tango und Hip-Hop und ich glaube, es passt sehr gut zusammen mit Body Painting, mit Live Performance oder mit Party. Ja. Das heißt, du hast mehrere Standbeine. Mich würde interessieren, du hast es eben immer ein bisschen gesagt, eine Ausstellung. Du planst eine Ausstellung. Was ist das für eine Ausstellung? Wie muss man sich das vorstellen? So jetzt die Ausstellung muss ich glaube ich planen für im Juni dieses Jahr. So ich habe gedacht, weißt du Central Park? Sternschanze? Sternschanze, ja. Ja genau. So in Sternschanze gibt es ein quasi ein Strandbar zusammen mit Live-Musik und dann verschiedenen Sachen. So ich habe gedacht, vielleicht mit Central Park ist wirklich cool, vielleicht für meine Ausstellung, weil es quasi ein bisschen like ein kleiner Australien mit Strand. Tommy, und ja, mit Strand und mit ein bisschen Feuer, weil ich möchte eine Live-Performance machen mit einer Hip-Hop-Gruppe. Also ich kenne eine Hip-Hop-Gruppe jetzt in Deutschland und die Leute ist für meine Ausstellung. So machen wir ein Video für die Ausstellung und vielleicht für die Eröffnung für meine Ausstellung. Ich möchte vielleicht eine Live-Performance machen mit Bodypainting, mit Tanzen. Und ich glaube, vielleicht Central Park ist ein bisschen mehr spaßig aus ein normalerweise Galleria quasi. Aber ich möchte vielleicht nehme meine Ausstellung so in Österreich auf. Im Juli gibt es die Bell Body Painting Festival. So ist die Weltmeisterin Body Painting. Eine Weltmeisterschaft, genau, wo alle Bodypainter aus der ganzen Welt kommen und es gibt ein Thema und dann erarbeitet man das. Ja genau, so ich habe das geschafft, vielleicht für die letzten 3 Jahre. So ich bin jetzt momentan Platz 18 in der Welt für Australien für Bodypainting. Wie viele Artists gibt es? Ich glaube es ist vielleicht 200 oder mehr. So wie viele? 200 oder mehr. 200 oder mehr und du bist auf Platz 18? Ja. Wahnsinn, also ich finde das ist ein Applaus wert. Und wir haben hier nur einen kleinen Einblick heute bekommen. Aber du hast auch Bilder mitgebracht. Ja, genau. So, ich habe momentan, das so viele verschiedene, meine Visitenkarte. Nimm mal mit. So, ich habe. Die Visitenkarte liegen auf dem Tisch. Müsst ihr mal gucken. Die haben schon gut positioniert, damit ihr alleine mit. Ich noch verschlafen. Nimm mit. Ja. So, ich habe einen Kenner. Auf dem YouTube heißt SumBodyArt's. Ist quasi ein kreativer Gemeinsam, wir sind nicht nur für Bodypainting. Jetzt habe ich angefangen last year für Bodypainting, aber jetzt ist quasi mit Tanzen zusammen und dann mit Musik machen zusammen. So, vielleicht last year habe ich gedacht, vielleicht, oh, ich möchte eine Kennung machen für meine Kunst. Aber jetzt, ich habe getroffen so viele mehr Leute mit DJ und Tanzen oder Musiker. Ich habe gedacht, nee, ich möchte machen vielleicht ein Gemeinsam für Leute, die genauso Interesse vielleicht mit Kunst machen. Dann. So, check it out. Ich sehe hier gerade auch Belly Art. Ja, genau. Das ist eine besondere Body Art Version quasi. Ja, genau. Was besonders ist, ich bin eine Mutter auch. Also ich habe eine kleine Tochter, die zu Hause jetzt mit meinem Mann Bruder. Oh. So, meine Tochter ist 2 Jahre alt. Ja. Und was lustig ist, ich meine, die Visitenkarte, das ist mein Bauch. So, ich habe das selbst gemalt von meinem Schwangerschaft. Und ich finde es ganz schön, weil normalerweise mit Bodypainting ist immer vielleicht sexy oder elegant sein, aber ich habe gedacht, mit Bauchschminken ist schön auch. Du kannst vielleicht, ich bin ein Geschenk. Und ich habe ein Bauchschminken gemacht für meine Schwägerin, ja. Und die kleine Mali ist jetzt 3 Monate. Und ja, so habe ich ausgedruckt ein Foto und dann ist in dem Wohnzimmer. No. Ja. Jetzt haben wir schon so viel gehört. Ich würde so gerne mal ein paar Bilder sehen. Ist es möglich, dass wir das über den Beamer machen? Wenn ihr die Bilder aussehen wollt, müsst ihr euch einmal umdrehen. Wenn da vorne an die Wand, wenn wir jetzt die Bilder projizieren, sieht man das so oder müssen wir noch irgendwas am Licht ändern? Also in der Zeit könnt ihr natürlich auch Fragen stellen, währenddessen wir hier mit der Technik rumhantieren. Sind hier Fragen an Diana? Ja. Wie lange ist
in Englisch oder Deutsch? Wie lange? Normalerweise, so mit this, mit you war, mit ihr und ich, ist relativ schnell. So, ich habe das gemacht, vielleicht so eine Stunde. Halbe Stunde hier. Aber normalerweise zum Beispiel mit dem Camouflage Bodypainting, das dauert 3 Stunden. So, ich muss erst mit dem Hintergrundwerk malen und dann in vorne mit dem Model mit Bodypainting dann. Ja, aber es ist verschieden, weil du möchtest vielleicht noch half Koffer vom Kopf bis hier. Normalerweise 2 bis 3 Stunden, aber wenn ich den ganzen Körper vorne und hinten, dann vielleicht 6 Stunden. Dann, ja. Also ich finde, da muss man schon wirklich auch genauer hingucken. Klar, jetzt sieht man es, dass da jemand steht, aber so am Anfang sieht man es eigentlich kaum, oder? Ja. Nein, du erzählst uns einfach was dazu. Ja. Wann war das? Jetzt ist ein Kunstwerk für meine Ausstellung für Juni. So normalerweise mache ich für meinen Kanal die Making of Behind the Scenes Videos für meine Ausstellung. So da ist meine Mutter, sie kommt aus Hamburg und sie ist eine Tänzerin, sie ist eine Ballerina. So haben wir gemacht mit der Idee zusammen mit der Camouflage Body Painting. Es heißt Rebirth. Aber in Deutsch, ich glaube, ist noch einmal lieben, quasi. Dann ja. Ja, und die Bedeutung für die Haare ist quasi, du kannst machen dein Leben. So zum Beispiel, ich war in Australien, aber ich bin noch einmal geboren in Deutschland mit einem neuen Leben. So das ist quasi das Thema oder Bedeutung. Okay. Das heißt, du machst den Hintergrund als Bild und dann arbeitest du dein Model mit dem Bodypainting mit in das Bild hinein. Ja, genau. So normalerweise mit dem Hintergrundwerk mache ich alleine, so ohne Model. Vielleicht kann ich auch sehen, einen Tag bevor. Mit deinem Kunstwerk, ich habe gemalt vielleicht 1 oder 2 Stunden mit dem Hintergrundwerk, so in der linken. Und dann die Model muss stehen in der vorne und dann haben wir angefangen quasi gleich so. Das ist interessant. Man sieht, also die Unterhose hat sie auf jeden Fall an. Ja. Und es wird alles mit eingearbeitet. Genau, und die haben sie eben ihr Körper da und dann ist, ja. Das ist interessant. Und dann ist dann die Körper ist da und dann ist quasi verschwunden. Genau, also du arbeitest es wirklich in das Bild mit ein. Aber es ist für das Model auch anstrengend, die ganze Zeit an der Wand zu stehen, oder? Ja, vielleicht können wir Sarah auch mal fragen, wie es ihr geht. Kannst du noch? Ja, doch. Ja, wenn dir sehr kalt wird, da unten ist auch eine Decke, kannst du auch gerne überhängen, natürlich. Die Decke ist bei Sarah schon unter dem Stuhl, ja? Alles gut? Okay. Das heißt, wenn man jetzt angemalt werden möchte, können wir dich fragen. Also kann sich heute Abend hier jemand einfach dann bei dir melden und sagen, ich möchte auch mal als Model arbeiten? Suchst du immer neue Leute? Ja, normalerweise habe ich zu viele Leute auf der Straße gesagt, weil ich habe mal meine Ausstellung auf der Straße in Stadtschanzen, in Graffiti Artworks. So ich habe Collaboration quasi gemacht mit vielen Kunstwerken hier in Graffiti, mit Street Art. Und ja, und dann jetzt momentan habe ich extra mehr Kunden für Bodypainting auch. Leute, die haben getroffen, hier und hier oder vielleicht für Events und vielleicht quasi heute. Vielleicht auch. Muss man irgendeine besondere Voraussetzung mitbringen, um sich anmalen zu lassen? Nein. Also es ist jetzt egal, wie man aussieht, wie die Haut ist, ob sie hell oder dunkel ist. Ich glaube, es ist eine interessante Frage, weil manchmal mit den Künstlern, ich habe getroffen, vielleicht manchmal die Bodypainter möchte vielleicht möchte arbeiten mit dem gleichen Modell, mit dem gleichen Körper oder gleichen Hals. Aber ich glaube, ich möchte vielleicht arbeiten mit verschiedenen Menschen. Das ist besser. Und wahrscheinlich Geduld braucht man als Model. Wie lange hat das gedauert? Drei Stunden. So haben wir, ich glaube, eine Stunde, ein bis in und dann noch einmal machen. Dann, ja. Weil es wahrscheinlich schon anstrengend ist, die ganze Zeit so. Nee, normalerweise, was besser ist, ich muss angefangen mit dem Model für Anspannung mit dem Hand und dann vielleicht von hier bis hier. Okay. Und ist noch in die Ende mit dem Hand. Ist besser. Ja. So, solltest du auch mal machen. Warum nicht? Nichts für mich, ich muss die ganze Zeit stillstehen, dann kitzelt der Pinsel, du hast es doch im Gesicht auch gemerkt. Aber ich muss sagen, ich habe einen Kunst, mein Modell hat einfach hingelegt im Bett.
Also die Theme, so ich bin ein Surfer in Australien, so ich möchte etwas machen mit einem Wellen. Ich habe die Foto da vielleicht. Und die Idee, sie hat geschlafen. Sie hat 3 Stunden und ich habe übergemacht die Wellen. Und ja, mit Kissen und dann zusammen mit einem Bett und sie hat hingelegt. Ich glaube, so viel wie Tini immer an einem Tag schafft, ist das mit Schlafen auch nicht viel. Also glaube ich nicht. Du kannst das machen, wenn du möchtest. Also es müssen ja jetzt nicht nur unbedingt Frauen sein. Also es können ja auch Männer. Genau, stimmt. So, so. Vielleicht der nächste, das ist noch. Ja. Weil ich habe angemalt mein Mann. Mein Mann war quasi mein Monat vielleicht für die erste hier, weil ich war in Europa und dann, ja. Und dann kanntest du noch niemanden und dann musst du deinen Mann herhalten. Gott, der Arme, der macht auch alles, glaube ich, mit. Ja, doch, das ist Carsten. Hinten, aber kannst du sehen, vielleicht wo genau so mein Mann ist da? Haben wir das jetzt gesehen? Ja, das dann jetzt, Momente, das ist interessant. Wir haben gesagt, die Graffiti-Artist. Ah, okay, du hast dir eine Wand gesucht und davor hast du jemanden gestellt und hast das Graffiti aufgegriffen. Das war natürlich sehr interessant. Ich habe getroffen, die Graffiti-Artist, weil er war beschäftigt mit den Graffiti. So, er hat live gemacht mit den Graffiti und ich habe gesagt, ich möchte etwas machen zusammen. Und die Graffiti-Artist heißt Draco. So, du kannst angucken mit dieser. Okay. Und dann habt ihr sozusagen diese Kooperation gemacht, die du eben angesprochen hast. Ja. Prima. Sehr gut. Stefan, willst du noch was wissen? Ich will jetzt den Mann noch mal sehen. Können wir da mal zurückgehen? Ja, wir da was also Ihren Mann. Oh, du kannst versuchen in die Ende. Ist immer in die Ende mit dem Physiker. Ja, yeah, yeah, okay. So, der zweite Bürger da ist mein Mann Carsten. Und Carsten ist momentan in die vorne mit der Kamera. So, wo ist Carsten oder wer ist Carsten? So, welches? Das da? Nee, das ist meine Schwester. Also. Nee, die ganze Familie. Aber ja, ich bin linken da. Das zweite von oben und rechts. Also das mit dem Bär? Das Carsten's Rücken, ja, genau. Und was lustig ist, mit dem Hintergrundwerk ist Carsten's Bettsheet. Decke? Decke? Ja. Also, lass mich mal kurz fragen. Carsten, hast du da auch geschlafen, als das gemacht wurde? Nein. Also ich glaube, dass das bei jedem funktioniert. Ja, das sieht wahnsinnig gut aus. Das heißt, wann sehen wir jetzt das nächste Mal irgendwas von dir live? Bist du irgendwo zu treffen, ja, auf einer Party oder auf einer Veranstaltung? So, der nächste große Event, ich habe die nächste Autoshow in Hessen. In Hessen ist im Mai. Ich glaube, es ist jetzt im Mai. Ich habe ein bisschen Karte, die ich kann vielleicht geben für später. Sehr gut, kannst du einfach auf genau. Aber jeden Monat, ich habe vielleicht ein Event, ich kann sagen, aber subscribe, abonnieren zu meinem Channel und dann alle Sachen. Das heißt, wenn wir auf dem Laufenden gehalten werden sollen, dann liken wir dich bei Facebook und dann haben wir immer die aktuellen Termine. Genau. Auch bei Facebook, weil ich habe auch, hast du hinten auch deine Karte geschrieben, SommerSalon. So auf den Social Media, ich habe SommerSalon in Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest und Tumblr. Alles, was geht, das sie vertreten. Und und SommerSalon live mit YouTube. Stefan, möchtest du was abschließend sagen? Ich würde gerne mal wissen, ob irgendjemand sonst noch eine Frage hat. Hier. Ich habe jetzt die Möglichkeit. Einmal noch. An Künstlerin oder Model. Oder Tänzerin oder Frage vielleicht ganz verschiedene. Right. What's your question? Also ich habe doch noch eine Frage. Okay, hier. Would you like to ask something? Oh, he wants to be a model. So right now, it's no problem, you can sit here. I glaube, es ein bisschen... You are too shy, right? Yeah, I see. Okay, maybe after the show you can sit here as well. So we are not looking at you. Okay, ich habe eine Frage. Wenn ich das jetzt einer Freundin schenken möchte, weil sie schwanger ist, das ist auch möglich, dass ich dir eine E-Mail schreibe und sage, kannst du zu uns nach Hause kommen oder zu meiner Freundin nach Hause kommen? Sie bekommt ein Kind und wir wollen Belly Art machen. Genau, auf jeden Fall, das können wir machen. So was geht auch. Prima. Das nächste Geschenk ist gesichert, würde ich sagen.
Oh, ich möchte etwas sagen. Oh, okay, darfst du dir Ich habe so viele Sachen gesagt. Entschuldigung. Das ist okay, deswegen bin ich eingeladen. So, ich habe gesagt, in meiner Ausstellung, aber jetzt momentan, ich habe getroffen eine Künstlerin last year in die Berlin-Wettbewerb und sie ist quasi eine Künstlerin mit Bodypainting, aber sie ist ein Psychologist oder Therapist? Ja, Psychologist. Ja, genau. So, mit der Richtung jetzt, ich möchte vielleicht ausprobieren, die Kunsttherapie zusammen mit Bodypainting. Weil, wenn ich war schwanger, meine Schwangerschaft war ganz schwer und etwas Besonderes passiert. So, wenn meine Tochter war geboren, mein Körper war quasi kaputt. So, ich habe total Muskelzerr. Ja. I had total muscular tear on the inside of my body. The muscles tore. Yeah, und dann ich kann nicht laufen für die ersten drei Monate. Ich kann nicht laufen, kann nicht tanzen, kann nichts machen. Genau. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ganz scheiße. Und dann ich habe gedacht, okay, ich möchte vielleicht nochmal Bodypainting machen, nochmal mit meinem Tanzen machen. Und dann habe ich gesehen, mein Bauch schwenken. Und ich habe gedacht, ich muss machen, ich muss Erholung und dann noch einmal mit meinen kreativen Sachen machen. Und ja, und ich glaube, mit meiner Kunst hat gegeben ein bisschen mehr Kraft für meine Erholung. Und das war auch vielleicht, ich möchte vielleicht Bauchschmerzen für Leute oder vielleicht versuchen, mit Kunsttherapie zu machen. Weil ich weiß genau, dass mit Kunst kennen so viele, gibt so viele Energie oder Power. Ja. Und BodyArt hat ja auch ganz viel einfach mit dem Körpergefühl zu tun, ja, und sich selber quasi preiszugeben und so. Vielen Dank. Ich finde das eine wahnsinnig gute Idee. Also Kunsttherapie wird ja auch fast überall mit eingesetzt. Und warum nicht im Zusammenhang mit Körper und Geist und diesem Energiefluss, sich selbst wieder zu spüren. Ich finde das so ein schönes Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke sehr. Danke, Sarah, dass du hier so tapfer durchgehalten hast. Wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich hier noch sitzen bleiben. Wir rücken einfach zusammen. Ihr dürft auch noch weiter malen, wenn ihr wollt. Ja, oder vielleicht quasi festmachen. Hier. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch weiter planen. Hier. Wie ihr möchtet. Also Stefan, heute ist auch ein ganz besonderer Tag, merkst du das eigentlich? Unser nächster Gast, der gleich kommt, ist auch eine Frau. Also ist Frauentag. Heute ist Frauentag. Weltfrauentag. Im Sommer, hallo. Aber die Band ist nicht. Nee, die Band ist nicht eine Frau. Nee. Ich bin auch keine Frau. Du bist auch keine Frau. Gut.